So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Tote-Pokal-Halbfinale unter Haching gegen die Würzburger Kickers. Endstand von 1586 Zuschauern 0:3. Ich darf die beiden Trainer ganz herzlich begrüßen und wie immer haben die Gäste das erste Wort. Ja, hallo, in der Runde hier im Raum. Ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich denke auch, dass wir über die volle Distanz auch sehr dominant gespielt haben, dass wir ja immer wieder vorne reinkommen sind, dass wir gute Ballpassagen auch hatten. War dann schon irgendwann, denkst du immer, fliegt das Ding am Pfosten hin, fliegt es an Platte hin, wie löst es dann oder wie platzt der Knoten und dann muss halt so ein Standard auch dann mal herhalten und das hat Skala in den Winkel fast reingehauen. Top. Trotzdem haben wir dann vor der Halbzeit noch einen Ballverlust gehabt dann auch, weil wir wieder ins Dribbling mal gegangen sind, was wir eigentlich 40 Minuten dann gut gemacht haben und einen schlechten Pass gespielt haben und dann hinten ein bisschen zu aufgefährt und dann 1-gegen-1-Situation, klar stört Hägele noch, ja, wo dann Leon im Spiel hält, wo dann die 1-0-Führung hält und nach dem Anstoß, nach der zweiten Halbzeit war auch gleich nochmal eine Chance. Aber sonst über 90 Minuten dann, wie gesagt, wir können dann zweite Halbzeit vielleicht noch auch das eine Tor nicht mehr machen, aber mehr Ballbesitz noch sicherer spielen und müssen dann nicht in lange Bälle rein verfallen. Das kommt immer wieder mal vor, ja, aber da hätte ich mir noch mehr Ruhe gewünscht dann, wobei natürlich dann auch der Gegner rauskommt, will den Anschlusstreffer machen und von dem her sind wir zufrieden und 3-0 zum Glück. Mal wieder zu Null gespielt. Dankeschön. Dankeschön, Klaus. Dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal wie Gratulation zum Finaleinzug und zum hochverdienten Einzug ins Finale. Da natürlich auch von meiner Seite viel Glück. Da gehe ich schwer davon aus, dass ihr einen Titel holt. Weil natürlich für uns in der Situation, in der wir uns gerade befinden, natürlich auch der völlig falsche Gegner gekommen ist im Nachgang. In meinen Augen Würzburg, natürlich auch wenn man bei Würzburg mal 5, 6 oder 7 raustun würde, wird es vielleicht auch ein bisschen anders aussehen, aber so wie sie aktuell drauf sind und mit welcher breiten Brust sie auch den Ball zirkulieren lassen, gute Positionswechsel, sehr, sehr schwer zu greifen. Und Michi hat gesagt, nahezu 90 Minuten, ich glaube mit dem Halbzeitstand waren wir absolut gut bedient. Und der Michi hat es auch eben gesagt, wenn mal der Knoten platzen soll, den kenne ich auch irgendwie, den Knoten. Standard war das bei euch, okay, merke ich mal. Zweite Halbzeit, glaube ich, kommen wir ganz gut raus und sind auch einen Tick dran. Aber unterm Strich hat der Michi auch recht, dass es völlig verdient ist. Ich glaube, für uns heißt es da erstmal das Ding abhaken, und zwar einen Pokal abhaken. Und sagt man immer so schön, jetzt kann man sich voll auf die Liga konzentrieren, aber den Satz wollte ich mir eigentlich sparen. Weil ich glaube, uns muss schon bewusst sein, dass wir einmal jetzt eins machen, nämlich, habe ich den Jungs auch gesagt, dass jeder einfach den Besen in die Hand nimmt und vor der eigenen Tür erstmal kehrt. Und dass uns auch bewusst 1-1 bewusst sein muss, dass wir sicherlich dann am Wochenende und dann am Wochenende und dann am Wochenende die ein oder andere Chance haben, einen Deckel drauf zu machen in der Liga. Aber uns muss auch bewusst sein, die Mannschaften, die jetzt kommen, die sind schon da, wo wir gar nicht hinkommen wollen. Und die kommen mit dem Bewusstsein, dass sie sich da drin befinden, in dem sogenannten Abstiegskampf. Da sind wir noch nicht ganz drin, aber natürlich kann das schnell gehen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein mit dem eigenen Besen in der Hand, das braucht man dringend. Und das brauchen wir dringend auch am Sonntag. Und dann drücken wir uns die Daumen, dass der ein oder andere krank wird und zu Kräften kommt, was so eine Verletzung oder so eine Krankheit dann auch mit dem einen oder anderen macht, wo wir auch, da denke ich mal, deutliche stärkere Leistungen auch gewohnt sind von dem einen oder anderen Spieler. Das haben wir alle gesehen, das hilft aber nichts. Ich glaube, wir müssen nur eins da jetzt, wie gesagt, den Besen vor der eigenen Tür schauen, dass wieder ein paar gesund werden und dass wir den Fokus auf das legen, was jetzt absolut wichtig ist, nämlich Punkte. Danke. Danke, Klaus. Gibt es Fragen? Ja, Klaus, mich hätte jetzt noch interessiert, du hast gesagt, die Spieler sollen den Besen in die Hand nehmen. Warum haben sie das heute noch nicht gemacht? Ich fand es vor allem in der ersten Halbzeit recht zaghaft. Woran lag das? Vielleicht auch daran, dass ihr wenig Optionen auf der Bank hattet. Zaghaft. Eigentlich haben wir es versucht, ähnlich anzulaufen, anzugehen wie am Wochenende. Ich habe schon angesprochen, dass dazu vielleicht ein bisschen falsche Gegner kamen, weil es Würzburg einfach richtig gut macht in den Räumen mit unglaublich großer Ballsicherheit in allen Ebenen der Mannschaft, auch in der Spitze dann. Und da glaube ich, haben wir einfach keinen Zugriff bekommen. Und mit dem Besen meine ich jetzt
meine ich jetzt einfach nur, dass wir nicht eins machen dürfen, dass wir zum anderen schauen, was hat der und was hat der und was hat der, sondern einfach vor der eigenen Tür kehren und uns bewusst sein müssen, wo wir uns gerade befinden. Dass es jetzt in der Situation, in der wir sind, mit den Ausgangssituationen alles nicht ganz verwunderlich, ist auch okay, aber das hilft uns doch nicht. Da gibt es doch keine die Hand. Ist Würzburg heute auf Zeiten gegangen? Die gehen nicht auf Zeiten. Die sagen eher, wunderbar, schön, auch wenn jetzt die Hachinger, wenn sie komplett sind, richtig gute Truppe sind, aber ist eben nicht so gerade und dementsprechend schlagen die der Gnader zu. Und das muss auch bewusst sein, dass es am Wochenende Zwickau machen wird. Hundertprozentig. Ja. Gibt es weitere Fragen? Das schaut nicht so aus. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Nochmal Gratulation zum Weiterkommen. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag gegen Zwickau. Dankeschön.